Für Hans-Jürgen Kelschebach begann alles mit einem eigentlich ganz harmlosen Stolpern. Doch genauere Untersuchungen führten schließlich im August 1999 zur Diagnose Parkinson. Zu Beginn konnte der heute 74-Jährige damit sehr gut umgehen. Die verordneten Medikamente zeigten Wirkung. Doch im Laufe der Jahre verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Immer an seiner Seite seine Frau Brunhilde. Sie hat miterlebt, wie Hans-Jürgen Kelschebach immer mehr unter der Krankheit zu leiden hatte. So treten zum Beispiel seit einigen Jahren verstärkt Bewegungsstörungen auf. Diese Festklebeattacken, diese Freezing-Attacken, die kommen immer von jetzt auf gleich. Die kündigen sich auch nicht an oder so. Es gibt so Situationen, da weiß man es genau. Wenn jetzt die Schelle geht, könnte er keinen Schritt machen. Wenn der Telefon geht, da käme er selbst zum Telefon hier vorne, käme er nicht hin. Das geht nicht. Wenn irgendwas sein muss, wenn die Ampel grün ist, klebt er fest. Bei rot könnte er laufen. Dann kann er wieder einen Schritt machen. Immer wenn irgendwas sein muss, fest. Ist er total fest. Da geht gar nichts. Seit mittlerweile 4 Jahren ist Hans-Jürgen Kelschebach auf den Rollstuhl angewiesen. Auch seine Medikamente in Tablettenform helfen ihm nicht mehr in ausreichender Weise. Doch es gibt ein Therapieverfahren, das vielversprechend ist. Ein erster Test vor wenigen Tagen zeigte eine erstaunliche Wirkung. Hans-Jürgen Kelschebach lief nach der Verabreichung des Arzneistoffes Levodopa über einen Schlauch ohne Probleme. Für ihn war das ein ganz besonderer Moment. So gut bin ich schon lange nicht mehr aufgestanden und losgegangen. Habe ich immer diese Hemmung, erst immer dieses Tippeln, um dann loszugehen. Und da bin ich auch schon oft genug so weit beim Losgehen hingefallen. Und das war fantastisch, war das. Ich hoffe, dass der Erfolg so bleibt. Ah, große Drehbewegung. Okay. Die rechte Seite ist stärker betroffen bei Ihnen, ne? Um diese Verbesserung der Beweglichkeit und des gesundheitlichen Zustandes dauerhaft herstellen zu können, wird sich Hans-Jürgen Kelschebach in wenigen Tagen im Klinikum Ernst von Bergmann einer Operation unterziehen. Zuvor macht sich der Chefarzt der Klinik für Neurologie ein Bild vom Gesundheitszustand des 74-Jährigen. Lass mich mal los, ich ziehe an Ihrer Schulter, ja? Deutlich wird auch hier das Freezing. Hans-Jürgen Kelschebach kann sich nicht fortbewegen. Sein Körper verfällt blitzartig in eine Art Starre. Doch wenn ein Hindernis im Weg steht, ist das problemlos möglich. Folgen der Parkinson-Erkrankung. Links, links, links. Mittlerweile hat sich die Erkrankung so weit fortentwickelt, dass er unter sogenannten Fluktuationen leidet. Das heißt, dass er ein Auf und Ab der Beweglichkeit bemerkt. Das heißt, es gibt Phasen, wo er sehr gut beweglich ist, einen normalen Alltag führen kann. Es gibt Phasen, wo er Überbewegungen entwickelt. Und was ihn besonders stört, ist, dass er Phasen hat, wo er unterbeweglich ist. Kurz vor der Operation informiert Professor Dr. Südmeier, dass er bei Kelschebach noch einmal über den Ablauf des Eingriffs und die Erfolgschancen. Eine Medikamentenpumpe soll künftig den Wirkstoff kontinuierlicher und vor allem direkter verabreichen. Auch wenn dadurch die Symptome gelindert werden können, die Frage, warum die Bewegungsschwankungen auftreten, ist weiterhin unklar. Verantwortlich dafür könnten möglicherweise bestimmte Gehirnrezeptoren sein, die anders arbeiten als im gesunden Zustand. Wir haben gute Therapiemöglichkeiten heutzutage schon zur Hand. Dank der intensiven Erforschung der Erkrankung und der Innovation, die wir auch in der Therapie erhalten. Aber die Erkrankung heilen im eigentlichen Sinne können wir noch nicht. Das heißt, wir sind kurativ tätig, also die Symptome lindernd. Das können wir sehr effektiv. Und auch die Empfehlung ist, das frühzeitig zu beginnen, um den Patienten ihre Lebensqualität zurückzugeben und auch langfristig zurückzugeben. Der Tag der Operation ist gekommen. Während des minimalinvasiven Eingriffs, der unter lokaler Anästhesie abläuft, wird durch die Bauchdecke ein Zugang zum Dünndarm gelegt, in Form eines kleinen Plastikschlauchs. Darüber erhält Hans-Jürgen Kelschebach später mittels einer Pumpe den Wirkstoff in Gelform verabreicht. Eine Einnahme in Tablettenform wäre auch möglich, ist aber nicht sehr effektiv. Hier haben wir die Situation, dass erstmal
der Patient eine Tablette durch den Mund einnimmt, dann durch die Speiseröhre diese in den Magen rutscht und dann in den Darm weiter transportiert wird, sich langsam auflöst und dann langsam das Medikament freisetzt. Und hier bei der Pumpe haben wir den Fall, dass wir das Medikament tatsächlich am Ort der Resorption, das heißt, wo das Medikament aufgenommen wird, kontinuierlich geben können, um diese Bewegungsschwankungen, unter denen er leidet, mit diesem Festfrieren am Boden tatsächlich zu beheben. Wenige Tage nach der Operation. Die Umstellung von den Tabletten auf die Versorgung durch die Pumpe ist erfolgreich verlaufen. Das Gerät versorgt den Patienten ab jetzt automatisch mit dem wichtigen Wirkstoff, der nun direkt ohne Verluste in den Dünndarm geleitet wird. Professor Dr. Südmeier ist mit dem gesundheitlichen Zustand seines Patienten zufrieden. Auch wenn Hans-Jürgen Keltschebach den Umgang mit der Pumpe erst noch erlernen muss, sein Leben hat sich schon jetzt spürbar verändert. Es geht mir besser, wesentlich besser als vorher. Ich habe es nicht bereut, hier hingekommen zu sein, um mir die Pumpe einsetzen zu lassen. Wie erfolgreich die Medikamentenpumpe arbeitet, zeigt sich nun mit jedem Schritt, den Hans-Jürgen Keltschebach wieder ohne Einschränkungen gehen kann. Auch wenn die Ursachen der Krankheit Parkinson noch nicht erforscht sind, moderne Behandlungsmethoden können schon jetzt die Lebensqualität der Betroffenen erheblich verbessern.